Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind heute bei Mario Kart Wii. Diesmal kein MKW-Morgen oder ein speziell geregeltes MKW-Video, sondern mal ein MKW-Video für zwischendrin, für zwischendurch. So, ja, für den kleinen Hunger zwischendurch. Weil ich nichts auf Lager habe, ja. Ich habe gar kein Video für Montag auf Lager, ich habe nichts da, ich kann nichts hochladen. Weil ich alles am Wochenende rausgeknüppelt habe wie ein Weltmeister. Und, ja, ich war ja am Wochenende weg. Ich habe ja vorproduziert, ich war ja Samstag, Sonntag weg. Und bin jetzt, bin Sonntagabend wieder zu Hause gewesen, hatte da aber auch echt keine Lust mehr noch was zu machen. Ich war einfach froh, dass ich mich da mal ein bisschen entspannen konnte. Was heißt entspannen? Ich war einfach auch ein bisschen müde und platt, ne? Und das war dann auch ganz in Ordnung. Was hat der Cornel denn am Wochenende gemacht? Alle, die mein letztes MKW-Video gesehen haben, wissen es ja wahrscheinlich. Ich habe mich getroffen mit dem Dexter, dem Bollo und der Maxi und das war auch wirklich sehr schön. Jetzt kennt der Cornel den Bollo auch persönlich. Für alle die sich das immer gefragt haben, ja, wir haben uns am Wochenende getroffen. Yeah. Und es war extrem lustig, es war extrem schön. Es war sehr schön, die alle dreimal zu sehen. Es war, ja, sind echt krass tolle Menschen. Und ja, auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Könnte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ja. Am Ende des Tages musste Dexter dann noch ins Krankenhaus, weil er mit mir gesoffen hat. Nein, natürlich nicht. Dexter musste natürlich sein Longboard mitnehmen, weil er ist ja hier so ein Surferboy, ne? So ein bisschen hier, ne? Sonne und Beach und dann so ein Surferboy ist ja der Dexter so ein. Und was macht er mit seinem Longboard? Fährt einen Berg runter, den er nicht kennt und legt sich möglichst gut auf die Fresse. Und hatte natürlich die übelsten Wunden. Ja. Da konntest du dann so ad hoc, konntest du dann nicht viel machen. Aber erst dann am nächsten Tag, als es dann nach Hause ging, ist er dann bei sich ins Krankenhaus und wurde dann verarztet. Ja. Der Dexter. Das ist ein toller Typ. Aber ansonsten war es wie gesagt sehr schön. Alle drei echt unfassbar nette Menschen. Sehr froh, die jetzt auch mal kennengelernt zu haben. Das wird sich in meiner Vita auf jeden Fall gut lesen. Und drei Leute haben geglitscht, oder was? Und so, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und jetzt ist Montag und jetzt ist halt wieder so, ja, jetzt musst du machen. Jetzt musst du nicht, jetzt kannst du machen. Jetzt machst du. Ja, mach mal. Ja, ich mach ja. Ich mach ja, ich mach ja, ich mach ja, ich mach ja alles. Aber ich fühle mich so ein bisschen... Es ist so ein bisschen Zwiespalt drin. Ich will aber nicht wieder auf den Zwiespalt eingehen. Es ist so ein bisschen Zerrissenheit. Ich weiß auch nicht. Ach Mann, was ist denn los mit diesen Menschen hier? Jetzt glitschen wieder drei Stück. Oh, ist doch einfach langweilig, ey. Jetzt sind zwei, okay. Glaube ich. Ach, können die sich einfach verkacken? Ey, das ist... Ich weiß auch nicht, was die davon haben, wirklich. Die müssen sich echt jetzt relativ cool fühlen. Ich frage mich einfach nur, warum. Ich frage mich, keine Ahnung. Ja. Es ist wirklich etwas sehr Spezielles. Das ist wirklich, boah, ey, dafür brauchst du richtig Skill. Ja, für den SC brauchst du auch richtig Skill. Hat nur leider nicht so gut geklappt. Ja. Naja, wie auch immer, ne? Ich glaube, die Daisy hat's verkackt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Boah, ich fahre wie der letzte Depp gerade. Ich fühle mich im Moment so ein bisschen zerrissen, keine Ahnung. Es gibt so Momente, wo ich so extrem krasse Aufbruchsstimmung habe, wo ich mir so denke, ja, jetzt oder nie, jetzt geht's los, Alter. Pack dein Leben endlich mal an und mach's richtig. Und dann kommen immer wieder diese Momente und die sind leider immer irgendwie stärker, die dann sagen, ach, fick auf alles, ey, komm. Ich weiß auch nicht, interessiert mich alles nicht. Nein, das wäre auch falsch, aber... Das war keine Absicht. Wäre natürlich cool, wenn es geklappt hätte. Aber ich glaube, das war auch der falsche Weg. Man kann ja irgendwie auf den Stein hoppen. Hopp, 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 die Eisenbahn. Wer will mit nach Kölle fahren? Ja, also ich weiß nicht. Ich hab oft im Moment diese Momente, wo ich mir denke, okay, Alter, jetzt machst du es. Ne, das mit dem Scheißdrink, das schiebe ich die ganze Zeit schon vor mir her. Ich weiß nicht, ob ich heute damit anfange. Es ist heute Montag, ich wollte. Eventuell, also eigentlich sollte heute auch ein Cornels Welt kommen. Das kommt aber wahrscheinlich nicht heute, weil ich es dann eigentlich gestern hätte aufnehmen wollen. Ich will es ja immer so einen Tag versetzt machen, deswegen... Weil es dann einfach für mich einfacher wäre, weil ich dann immer, ne, dann könnte ich die Videos immer machen und am nächsten Tag hochladen. Aber
Aber ich, ja. Oh Mann, ich bin so ein dummer Vollidiot. Ich sehe das mit dem SC so schlecht. Ich sehe das einfach so schlecht. Und ich verliere jetzt hier wieder massig Punkte. Oh Mann, ey. Ich hasse diese Strecke. Habe ich das schon mal erwähnt? Es macht doch keinen Spaß, wenn die Leute glitschen. Da ist auch überhaupt gar keine Ambition mehr, dich anzustrengen, weil es einfach langweilig ist. Wow, du hast geglitscht, du bist der Beste. Ja. Es gibt immer die Momente, wo ich diese krasse Aufbruchstimmung fühle und mir denke, ja Mann, du kannst die Welt bewegen. Und ich, wo ich einfach diese Energie spüre, die in mir drin schlummert und ich sie am liebsten alle rauslassen will und ich würde gerne diese Energie mal nutzen können. Und dann kommt immer wieder der Moment, wo es einknickt. Das ist auch das Ding, was mich immer so oft... Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Das ist einfach dieses Gefühl von, du hast ein Haus. Du hast ein Haus, ja? Und dieses Haus ist echt schön und du hast so viel Lust. Ich habe noch kein Haus. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ist einfach dieses Gefühl... Ich habe so oft, ich spüre so oft diese krasse Energie in mir drin. Ich weiß, es hört sich dumm an, aber im Prinzip träume. Ich will gerne diese. Ich finde diese Welt so wunderschön, diese Erde. Ich finde all das. Ich finde es so wunderschön und ich würde gerne irgendwas machen und tun, damit es hier, damit es. Ich würde gerne irgendwas Sinnvolles machen, was vielleicht auch. Ach, das sind alles Träume, die sowieso total verrückt sind und wahrscheinlich sollte ich mich mal in die Realität. Es ist einfach ein bisschen, ich rede wahrscheinlich gerade total in Stumpfsinn und so, es tut mir leid, es ist einfach schwierig, das so in Worte zu fassen, weil, ja, ich bin ein Träumer und dann zu noch ein extrem unrealistischer Träumer und Backen. Ich sollte vielleicht einfach... Ich will halt nicht akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Und ich will einfach... Diese Erde und dieses Leben hat so viel Wunderschönes zu bieten. Und ich würde gerne so viel dafür tun, dass es auch... Dass diese Erde so bleibt, wie sie ist. Oder dass diese Erde sich ein wenig verbessert. Und ich spüre so oft diese unfassbare Energie in mir drin, die... Wenn ich so einen Moment habe, wo ich mir denke, jetzt oder nie, Alter... Dann ist es so eine unfassbare Energie, die da durch mich durchflößt und eine so unfassbare Energie, die da los wird und da könnte ich Bäume ausreißen. Aber dann kommt immer so schnell wieder der kleine Teufel auf deiner Schulter, der dir einfach sagt, dass dir dein Fundament fehlt. Alter, du hast die Stahlträger für dein Haus auf der Hände, weißt du, und es wiegt nichts. Du kannst sie bauen, wie du willst. Du kannst sie jonglieren. Dieses Haus zu bauen ist kein Problem, aber immer kommt der Teufel und macht dir klar, Junge, dein Fundament ist noch nicht da. Ich kann damit einfach so unfassbar schwierig leben, das ist der Wahnsinn. Ich weiß noch nicht warum, es ist einfach... Und dieser Teufel ist einfach immer da und ich komme nicht gegen ihn an. Und ich komme einfach nicht dagegen an und ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, damit ich nicht anfange loszuheulen, Alter. Weil immer, wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich heulen wie ein Schlosshund, Alter. Es ist einfach so ein unfassbar schlimmes Gefühl, was dieses Teufelchen da auf meiner Schulter vermittelt. Weil man sich einfach so unfassbar wertlos fühlt, aber... Das ist halt so, ne? Und dagegen anzukämpfen ist halt einfach unfassbar schwierig und ja. Deswegen ist auch so unfassbar schwierig, diese ganzen... Ich hab meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, da sind echt nette Leute bei und auch meine Nachbarin. Und ich tue der mit Sicherheit auch oft Unrecht und den anderen auch, weil ich einfach diese lockere Freundschaften und so, dieses, ja, mal ein Bierchen trinken gehen und so und bla, ich kann die einfach nicht so wertschätzen und dann fällt mir das Negative von den Menschen immer so unfassbar stark auf, weil ich einfach nicht wertschätzen kann, dass man auch einfach dann mal hier eine Stunde zusammenhockt und Spaß hat, weil dafür einfach der Stützer fehlt. Ich habe keine Ahnung, das ist sowieso behindert. Wahrscheinlich denkt ihr euch gerade, Alter, der ist doch
psychisch angeknickt, aber was soll ich machen? Keine Ahnung. Es ist einfach. Och, bah, ey. Es geht mir so auf die Nerven. Ich kann einfach so eine. Bei Kerlen ist es weniger ein Problem, weil ich da ja hier the dough, was soll's. Weil Kerle für mich relativ uninteressant sind. Ja, mit denen gehe ich ein Bier trinken, wenn die möchten, und wenn nicht, dann gehe ich halt mit denen kein Bier trinken. Aber das ist halt, ach, keine Ahnung. Es ist einfach schwierig, das so. Ja. Es ist einfach schwierig. Und ich würde gerne, immer wenn ich darüber rede, könnte ich anfangen zu heulen wie so ein kleines Kind, Alter. Und ich weiß, Männer heulen nicht und so. Ich habe natürlich auch in den letzten 12 Jahren nie geheult, natürlich, ne? Nie. Aber es ist echt krass. Es ist echt krass. Es ist echt krass. Ich saß gestern im Zug und dachte mir nur so, Alter, reiß dich zusammen. Sonst ist hier gleich Überschwemmung. Ja, ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ne? Ein bisschen überdramatisiert, aber. Ach, keine Ahnung. Ich sollte vielleicht auch einfach mal anfangen, realistisch zu werden und mir nicht so viel Gedanken um irgendwelche Sachen zu machen, auf die ich eh keinen Einfluss habe, und einfach mal bodenständig werden und mich stumpf wie jeder andere in seinen Beruf geben und dafür Tag ein, Tag aus alles rein zu investieren. Und ich meine, die Leute, die da 8 Stunden, 9 Stunden in so einer Firma arbeiten, ja, die haben mit Sicherheit auch nicht immer das tollste Gefühl dabei, oder die machen das mit Sicherheit nicht, weil sie das ihr Traumberuf ist oder so. Wer macht heutzutage noch was, weil es sein Traumberuf ist? Die machen es halt, weil es Geld brauchen, ja, und Geld ist halt im Prinzip alles, was zählt, ne? Gut. Wenn du schön aussiehst, kannst du auch reich heiraten oder so, aber im Grunde genommen für so einen hässlichen Schmock wie mich ist Geld im Prinzip eigentlich alles, was zählt. Und ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Ach ja, Geld, ja. Geld halt, ne? Was sollst du machen? Wenn man nichts zu bieten hat, ist Geld immer in etwas. Ja, so dumm das klingt, Alter. Das ist eigentlich, finde ich, so eklig, ey. Das ist auch. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach immer so zerrissen in mir drin. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe wahrscheinlich nur dumme Scheiße hier erzählt und wahrscheinlich denken jetzt alle, der Junge ist behindert oder so. Ich weiß es nicht. Es ist einfach immer so, ich kenne oder ich habe oft diese Momente, wo ich dieses Gefühl, wo ich merke, was ich für Bäume ausreißen kann und wo ich mir denke, geil, Alter. Boah, damit kannst du, wenn ich diese Kraft, die ich da spüre, immer hätte, boah, alter Falter, ey. Ich will nicht wissen, was dann mit mir los wäre. Aber ich schaffe es alleine einfach nicht, diese Kraft da rauszuziehen. Ich bin einfach ein Mensch. Wenn ich alleine bin, dann macht mein Kopf so viel Scheiße und so viel schlechte Gedankengänge kommen dabei raus. Und das ist wirklich einfach zum Kotzen. Hat der angehalten? Was hat der jetzt gemacht? Keine Ahnung. Das ist einfach zum Kotzen, ja. Ey, es tut mir voll leid, ey. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Part ist mega scheiße. Ich habe nur zusammenhangslose Scheiße erzählt und ich habe natürlich ein paar Gedankengänge auch abgebrochen, weil ich mir dachte, das kannst du jetzt nicht sagen. Sonst lassen die sich zwangseinweisen. Keine Ahnung, vielleicht hat es trotzdem irgendjemand zu Ende geschaut und vielleicht hat es euch trotzdem irgendwie gefallen. Wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao, tschüss.